Was bedeutet eigentlich der Spruch, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, den man häufig bei Gewinnspielen findet? Und darf man Münzen, die im Einkaufswagen stecken geblieben sind, einfach so behalten? Wir klären es in diesem Nutzerfragen-Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Es ist mal wieder Sonntag, Zeit für eure Nutzerfragen. Und die erste Frage kommt von G. Vakarian. Er oder sie fragt: Eine mir unbekannte Person vergisst nach dem Einkauf 1 oder 2 Euro im Einkaufswagen und entfernt sich aus dem Laden. Wenn ich mir jetzt den Einkaufswagen nehme und dann das Geld mitnehme, ist das dann Diebstahl oder was? Ja, das ist ein Diebstahl. Es ist nämlich so, dass es beim Diebstahl auf den sogenannten Gewahrsamsbruch ankommt. Es ist also die Fragestellung, hat die Person, die die Münze dort vergessen hat, noch die Kenntnis, dass die Münze in dem Einkaufswagen steckte? Wenn das so ist, hat sie auch noch Gewahrsam über die Münze und dann ist die Wegnahme eben dann entsprechend ein Diebstahl. Falls die Person das nicht mehr wusste, war es zumindest so, dass der Eigentümer des Supermarktes den Gewahrsam an der Münze hatte, weil sich im Supermarkt ja dann auch der Einkaufswagen befand. Und wie ihr es dreht und wendet, es wäre ein Diebstahl, wenn ihr die Münze entsprechend mitnehmt. X the Fape, Gaming für Genies, fragt zu dem Video, bitte keine Werbung, das war ein Nutzerfragen-Video. Danke für die Beantwortung meiner Frage. Da ging es im Konkreten das Thema, darf ich an der Schule streiken? Nur leider hast du meine Frage nicht ganz richtig verstanden. Ich meinte nicht streiken, sondern ich wollte während der Schulzeit an einer Demonstration teilnehmen, zum Beispiel gegen Atomkraft oder Massentierhaltung. Nach seinem Demokratieverständnis muss das doch möglich sein. Ja, hier treffen unterschiedliche Rechte aufeinander. Wir haben einerseits die Schulpflicht, aber wir haben auch die Demonstrationsfreiheit. Und die Frage hier lautet, was geht eigentlich vor? Muss ich zur Schule, wenn ich gleichzeitig an einer Demo teilnehmen will? Und da kann man klar sagen, zunächst mal muss abgewogen werden. Wenn man an der Demo auch nachmittags teilnehmen kann oder man selbst sogar Ausrichter der Demo ist und sie auch nachmittags stattfinden kann, dann muss man das immer versuchen, das Ganze nachmittags zu machen. Wenn die Demo per se vormittags stattfindet, dann sollte sie irgendwie mit dem Bildungsauftrag der Schule zu tun haben. Wenn man zum Beispiel für die Abschaffung von Schulgebühren demonstrieren will, dann kann ich mir vorstellen, dass die Interessen an der Teilnahme der Demonstration überwiegen. Oder wenn in irgendeiner Weise das um die Rechte der Schüler geht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ein Gericht sagen wird, ja, die Interessen an der Teilnahme der Demonstration überwiegen und da muss dann die Schulpflicht zurücktreten. Generell gilt allerdings diese Schulpflicht und nur wegen einer x-beliebigen Demo dürft ihr nicht die Schule schwänzen, ansonsten gibt es Ärger. Letzte Frage kommt von einem Nutzer mit dem Namen Jonathan Teufel und er hat eine schöne Frage. Er sagt, was bedeutet eigentlich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen? Das liest man ja wirklich an allen Ecken und Kanten, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nun, im Prinzip ist das nur die Wiedergabe des Paragraphen 762 Bürgerliches Gesetzbuch. Da steht drin, dass man Spiel- und Wettgewinne nicht einklagen kann. Allerdings, das sind sogenannte unvollkommene Verbindlichkeiten, wer es da genau wissen will. Allerdings gilt das nicht für staatliche Lotterien. Das ist in 763 BGB geregelt. Da kann man seine Gewinne sehr wohl einklagen. Und ich erlebe zunehmend, dass Menschen einfach der Rechtsweg ist ausgeschlossen dran schreiben an irgendwelche Aussagen, wo sie nicht so ohne weiteres den Rechtsweg ausschließen können. Zum Beispiel kann man nicht per se sagen, ihr dürft nicht klagen im Rahmen eines Gewinnspiels. Der Rechtsweg ist hier nicht eröffnet. Wenn das Gewinnspiel in irgendeiner Weise illegal ausgerichtet wird oder gegen die guten Sitten im Wettbewerb verstößt, kann natürlich ein Wettbewerber gegen euch vorgehen. Der Rechtsweg ist nur insoweit ausgeschlossen, als dass keiner die Gewinne einklagen kann. Da wird also nur der Gesetzestext wiederholt, dass man überhaupt nicht um ein Gewinnspiel streiten kann. Das heißt es gerade nicht.
Aber, wichtige Frage, wird von vielen falsch verstanden, was eigentlich der Rechtsweg ist ausgeschlossen heißt. Und ich habe auch schon Fälle erlebt, in denen Gewinne schon zugesagt worden sind. Und da kann dann auch nachher nicht mehr von losgelassen werden. Da kann noch so sehr stehen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. In dem Falle kann man dann trotzdem klagen. Gute Nutzerfrage, stellt mir weitere Nutzerfragen unter dem Hashtag FragWBS oder mailt sie im Video an fragwbs@gmail.com und wir werden sie vielleicht schon nächste Woche hier beantworten. Euch danke fürs Zuschauen, schönen Sonntag noch, bis dann, ciao.